Herzlich willkommen in Ihrer Sparkasse Chemnitz. Mein Name ist Thomas Rauscher und ich führe Sie heute durch den Prozess Ihrer Kontoeröffnung Ihres neuen Girokontos hier bei uns in unserem Haus in Chemnitz. Bevor Ihr Konto in unserem Haus zum Leben erweckt wird, habe ich noch eine wichtige Hinweise für Sie. Bitte vereinbaren Sie zunächst einen Termin zur Kontoeröffnung. Dabei ist es wichtig, dass Sie uns aktuelle Legitimationspapiere mit einreichen. Das ist zum Beispiel Ihr ukrainischer Nationalreisepass, Ihre Identity Card und nicht zu vergessen Ihre aktuelle Meldebestätigung. Das Girokonto in unserem Haus ist ausschließlich für eigene private Zwecke zu nutzen und dient nicht zur Transaktion für Gelder Dritter. Zur Kontoeröffnung in unserem Haus erhalten Sie von uns Ihre neue IBAN. IBAN heißt übersetzt International Bank Account Number und stellt die weltweit einheitlich gültige Nummer für Ihr Girokonto dar. Ja, wozu wird das nun benötigt? Diese benötigen Sie für den Zahlungsverkehr, wie beispielsweise Überweisungen, wie Daueraufträge und Lastschriften. Außerdem wird diese IBAN bei Geldeingängen von Behörden, bei Ämtern oder Arbeitgebern dringend benötigt. Und wie so eine IBAN ausschaut, haben wir mal für Sie dargestellt. Das ist diese lange Nummer und die bekommen Sie heute von uns zur Kontoeröffnung mit und die wird benötigt. Für die Eröffnung Ihres neuen Girokontos schlage ich Ihnen das Kontomodell Giro Online vor, denn das hat für Sie eine ganze Menge Vorteile und einen ganz separaten Preis ausgewiesen, unter dem sich, ja, wie man so schön sagt, eine Flatrate von Dienstleistungen befindet. Auf diesem Modell ist Ihnen nochmal bildhaft dargestellt, welche Leistungen inklusiv sind. Das wäre im oberen Teil der Präsentation. Und im unteren Teil finden Sie alle die Dienstleistungen wieder, die separat berechnet werden, wenn Sie beispielsweise Belege bei uns persönlich in der Filiale abgeben. Eine Besonderheit haben wir für Sie und das ist was ganz Besonderes. Für die ersten 3 Monate stellen wir Ihnen Ihr neues Girokonto bei uns kostenlos zur Verfügung. Ein ganz wichtiger und nicht wegzudenkender Bestandteil Ihres Girokontos ist Ihre neue Bankkarte. Die Bankkarte ist für Sie ganz wichtig, denn mit dieser können Sie bequem und unkompliziert bargeldlos bezahlen. Bargeldlos bezahlen in der Form einer Lastschrift oder auch kontaktlos mit einfachem Auflegen der Karte am Terminal. Wichtig dabei, Sie bekommen von uns automatisch eine 4-stellige PIN mitgeteilt, die Sie bei Bedarf auch in eine eigene Wunsch-PIN ändern können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit dieser Karte am Geldautomat der Sparkasse Chemnitz oder an allen anderen Geldautomaten Bargeldauszahlungen und Bargeldeinzahlungen durchzuführen. Noch ein letzter Punkt wäre zu der Karte zu sagen und der ist ganz besonders wichtig. Mit dieser Karte können Sie an allen Kontoauszugsdruckern und Selbstbedienungsterminals in unserem Haus Ihre Kontostände abfragen oder weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. An dieser Darstellung sehen Sie mal ganz einfach präsentiert, wie ein solcher Geldautomat in unserem Haus funktioniert. Natürlich können Sie sich Guthaben von Ihrem Girokonto auszahlen lassen und das bis zu 1.000 Euro pro Tag. An den Automaten der Sparkasse Chemnitz kann das bis zu 3-mal im Monat kostenlos durch Sie erfolgen. Die Nutzung von anderen Banken und anderen Bankautomaten ist jeweils kostenpflichtig, aber zu den dort gültigen Preisen. Damit Sie jetzt einen richtigen Überblick über Ihr Girokonto und die Umsätze erhalten, stellen wir Ihnen einen sogenannten Kontoauszug zur Verfügung. Auf diesem haben Sie eine sehr einfache und überschaubare Übersicht Ihrer Einnahmen und Ihrer Ausgaben. Zum Beispiel an welche Person oder an welche Firma Sie Geld überwiesen haben. Ganz wichtig ist zu beachten, dass dieser Kontoauszug als Nachweis bei Behörden Gültigkeit hat. Wie gelangen Sie jetzt zu Ihrem Kontoauszug? Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Zum einen können Sie die bereits vorhin genannte Sparkassencard nutzen und an allen unseren Kontoauszugsdruckern den Auszug drucken.
Oder bei Nutzung unseres Giro-Kontomodells Giro Online erhalten Sie Ihren Kontoauszug einmal im Monat von uns in Ihr elektronisches Postfach eingestellt. Ja, und wie es mit Dokumenten so ist, stellt sich natürlich die Frage, wie lange muss ich diese aufbewahren? Und hier gibt es eine ganz klare Empfehlung von mir. 4 Jahre bitte ich Sie, Ihren Kontoauszug aufzubewahren. Möchten Sie nun einen Zahlungsauftrag durchführen, haben Sie 3 Möglichkeiten. Zum einen können Sie eine Überweisung auslösen. Sie können einen Dauerauftrag veranlassen. Oder Sie können sich für eine Lastschrift entscheiden. Wenn Sie sich für eine Überweisung entscheiden und dies in unserem Online-Banking tun, habe ich hier mal für Sie einen Ausdruck erstellt, wie sowas aussehen kann. Im Online-Banking finden Sie dies unter Überweisung und haben dann hier die Möglichkeit, Ihre Daten des Konto- und Zahlungsempfängers einzugeben. Auch eine praktische Empfehlung, das Ganze in unserer Sparkassen-App unter dem Motto, unter der Rubrik Geld zu versenden, zu erfassen. An diesem Beispiel habe ich einmal einen papierhaften Auftrag für Sie aufbereitet und zeige Ihnen hier, wie dieser auszufüllen ist. Sie finden alle wichtigen Daten und Sie können diesen Überweisungsträger in jeder Filiale der Sparkasse Chemnitz abgeben. Sie können den in die aufgestellten Briefkästen einwerfen oder Sie können an einem Selbstbedienungsterminal unserer Sparkasse diesen Auftrag einlesen und elektronisch verarbeiten lassen. Die zweite Möglichkeit, einen Zahlungsauftrag zu veranlassen, ist ein Dauerauftrag. Beim Dauerauftrag beauftragen Sie uns als Sparkasse Chemnitz, die Zahlung durchzuführen. Und dies immer wiederkehrend an einem ganz besonderen oder einem gleichen Tag. Zum Beispiel an einem 1., einem 5. oder einem 10. des Monats. Hinter einem Dauerauftrag verbirgt sich immer ein gleicher Betrag an den gleichen Zahlungsempfänger. Das ist ganz praktisch, denn wir führen diesen Dauerauftrag jeden Monat automatisch für Sie aus. Wichtig zu beachten, natürlich nur, wenn Ihr Konto entsprechende Deckung aufweist. Die häufigste Zahlweise in Deutschland jedoch ist eine Lastschrift. Bei einer Lastschrift gestatten Sie einer Firma, einen fälligen Betrag von Ihrem Konto automatisch einzuziehen. Das heißt konkret, Sie geben dieser durch Ihre Unterschrift die Genehmigung, auf Ihr Konto zuzugreifen. Das geschieht beispielsweise mit Ihrer Miete, mit Ihrem Energieversorger, mit Mobilfunkverträgen, mit Versicherungen oder Zeitschriftenabonnements. Auch hier gilt eins zu beachten, diese Lastschrift wird nur ausgeführt, wenn Ihr Konto entsprechende Deckung aufweist. Ansonsten können unangenehme Nebenkosten entstehen. Nun möchte ich Ihnen einiges Wichtiges zum Thema Online-Banking mit Ihrer Sparkasse erläutern. Das Online-Banking bei Ihrer Sparkasse ist eine sehr sichere Lösung, die Sie mit jedem Endgerät und natürlich TÜV-geprüft selbstständig durchführen können. Beim Online-Banking können Sie sich selber einfach einloggen, egal wann, wo und zu welcher Tageszeit Sie das wünschen. In unserem Online-Banking haben Sie die Möglichkeit, nicht nur die Konten bei der Sparkasse Chemnitz sichtbar zu machen, sondern alle Konten bei jedweder Bank können in unserem Online-Banking zusammengeführt werden. Jedoch bevor Sie sich offiziell einloggen, habe ich noch einige wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Bitte achten Sie darauf, dass Sie niemals von Fremden oder Dritten aufgeforderte SMS, E-Mail oder Telefonate beantworten, in denen Sie um die Preisgabe Ihrer Zugangsdaten gebeten werden. Und wenn Sie es dann geschafft haben, sich in unserem Online-Banking einzuloggen, dann können Sie dies auf jedem Endgerät tun, sei es ein iPhone, sei es ein Tablet, sei es ein mobiles Endgerät oder auch ein fester Computer. Wenn Sie Transaktionen mit Ihrem Online-Banking vollziehen, dann werden diese jeweils mit einer TAN bestätigt. TAN ist eine Transaktionsnummer. Und diese erhalten Sie in einer zusätzlichen App, die wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist unsere PushTAN-App. Ich hatte Ihnen ja bereits gesagt, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihren Kontoauszug im elektronischen Postfach zu hinterlegen. Dies habe ich hier für Sie nochmal vorbereitet und bildhaft versucht darzustellen. In Ihrem elektronischen Postfach können Sie nämlich nicht nur Ihre Kontoauszüge hinterlegen, sondern auch Verträge, Dokumente,
Mitteilungen oder diverse andere Dinge, die aufbewahrungspflichtig sind. Damit wir Sie zeitnah informieren, können wir einen kostenlosen Service einstellen. Das heißt, Sie bekommen von uns eine E-Mail, sofern sich eine neue Nachricht in Ihrem Postfach befindet. Wenn Sie sich das erste Mal im Online-Banking eingeloggt haben, wird Ihr Postfach automatisch für Sie zum Zugriff freigeschalten. Dies geschieht natürlich kostenfrei und auch an der Stelle umweltschonend, denn wir vermeiden Papier und lästige Ausdrucke. Und wie schon vorhin erwähnt, bitte heben Sie Ihre Dokumente und Kontoauszüge 4 Jahre auf und wir speichern die auch 4 Jahre für Sie in Ihrem Postfach. Und zum Schluss habe ich nur noch einige wichtige Hinweise für Sie. Was ist, wenn Sie einmal Ihren Wohnort wechseln und Sie sich für eine andere Stadt oder einen anderen Wohnsitz entscheiden? Dann teilen Sie uns bitte Ihre aktuelle Adresse mit, damit wir diese in unsere Unterlagen vermerken können. Wird Ihr Konto nicht mehr benötigt? Bitte schließen Sie es, denn ansonsten entstehen Ihnen ab dem 4. Monat Kosten. Sollten Sie bei Ihrem Online-Zugang einmal nicht weiterkommen und Hilfe benötigen, dann hilft Ihnen unser Hotline und dort bekommen Sie jeden Tag ausreichend Hilfe. Geht Ihre Bankkarte einmal verloren, dann habe ich für Sie hier nochmal die Telefonnummer aufgeführt, die Sie erreichen können, um Ihre Karte zu sperren. Bitte beachten Sie dabei, dass das eine einheitlich deutschlandweite Telefonnummer ist, die Sie ohne Vorwahl benutzen können. Um das Online-Banking mit Ihrer Sparkasse optimal nutzen zu können, benötigen Sie 2 Apps. Zum einen die App der Sparkasse und zum anderen die Pushdown-App. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und heiße Sie von Herzen willkommen in Ihrer Sparkasse in Chemnitz.